Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pikmin, Tag Nummer 18. In der letzten Folge habe ich ein ziemlich, ein ziemlich gewagtes Statement gemacht, in dem ich gesagt habe, wir könnten heute hier dieses Gebiet abschließen. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt damit irgendwas habe ich garantiert vergessen, weil das wird, denke ich mal, nicht ganz so einfach, wie ich es habe klingen lassen. So, erstmal sammeln wir hier die ganzen Pikmin auf, die in der Bode hängen. So. Und dann gucken wir mal, ob eventuell hier einige blöde Gegner respawned sind. Und damit meine ich den Bulbear und den Puffy Blowhawk, die hier rumgehangen haben. Aber das sieht nicht danach aus, was ich sehr schön finde. So, dann müssen wir auf jeden Fall da hinten einen Frosch fertig machen. Dann müssen wir das Tor fertig öffnen. Und rein theoretisch noch weiter nach draußen ins Wasser, wo in einem Puffy Blowhawk noch... Oh, der Frosch ist aber sehr schnell wieder respawned da hinten. Also das ist jetzt echt ein bisschen doof. Den habe ich doch gestern erst besiegt, bin ich der Meinung. So, macht man hier die Steine kaputt. Ist da irgendwo Nektar drin? Und hier die beiden rechts, die nerven auch ein bisschen. Ah, so. So, habe ich da jetzt einen verloren? Nein. Nein, habe ich nicht. Ah, hier war ich noch gar nicht. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Oh Gott, komm zurück. Das war echt nicht gut. So, Croak. Sehr gut. So, Styrix. Nein, ihr werdet jetzt hier nicht meine Pikmin wegschmatzen. Oh Gott, wie viele habe ich denn da jetzt verloren? Achso, das war wegen dem... Nee, das war wegen dem Wallywalk. Wegen dem Frosch. Ja, würdet ihr bitte dran arbeiten? Danke. Stimmt, wir müssen ja hier noch das eine Dinges aufmachen. Das ist ein ganz anderes Teil. Ich bin gerade an einem anderen Gebiet, als ich dachte. Genau hier raus, da war der Frosch. Der andere. Gut, dann haben wir die jetzt erstmal, die da hinten dran arbeiten. Dann hole ich mir mal den Rest der blauen Pikmin raus. Damit wir 100 voll haben. Arbeiten von der Gegenseite. Dann an der Brücke. Dann kann man das Teil auch direkt nach Hause bringen. Und dann haben wir auch genug, um den Rest da hinten zu machen. Okay, ihr braucht definitiv Nektar, Leute. Ihr braucht definitiv Nektar, denn... Da oben, da ist das Gras. Das habe ich gerade irgendwie optisch nicht gesehen. Ich wollte gerade akustisch sagen. Ich habe akustisch gedacht, muss ich zugeben. Das habe ich akustisch nicht gesehen. Failure 2015. So... nee, das ignorieren wir erstmal noch ein bisschen, was wir hier so an Beute hatten. Jetzt gucken wir erstmal, ob hier nicht eventuell wieder Styrix rauskommen. Tun sie aber nicht. Wie gesagt, ich benutze halt die englischen Namen, die ich kenne. Einfach, weil ich keine deutschen Namen von den Pikmin-Gegnern kenne. So, und jetzt arbeiten beide von den verschiedenen Seiten. Damit ist schon ein Drittel des Tages um. Wow. Das kam mir jetzt aber wirklich nicht so vor, als wenn das schon ein Drittel gewesen wäre. Na, kommt schon. Da wir das sowieso gleich alles machen und das sofort nach Hause getragen wird, sollte es hier kein Problem geben. Beziehungsweise nach... Über welchen Weg werden die das nach Hause tragen? Die werden das einfach hier links rumtragen, hoffe ich. Weil sonst wäre das ein bisschen blöd. Und hier haben wir den Gluon-Antrieb gefunden. Durch die Quarks bindende metaphysische Eigenschaft von Gluon kann dieses Gerät... Nun, ich verstehe nur eines, es war sehr teuer. Offenbar war vieles an deinem Schiff sehr teuer. Oh, 50 brauchen wir hierfür.
Gut, 70 ist das Maximum. Mehr wollte ich sowieso nicht daran setzen. Ehrlich gesagt wollte ich nicht mal so viele daran setzen. Danke. Du sollst noch mitkommen. Da haben wir noch 42, das ist gut. Und mit den 42 gehen wir jetzt hier lang. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwo einen Gegner vergessen habe und dass die das wirklich nach Hause tragen können. So, dann macht erstmal hier bitte das auf. Das brauchen wir nämlich auch noch. Und der Frosch wird ja uns zum Verhängnis... Oh Gott! Nein, ich habe den gerade in unsere Richtung gebracht. Ist da auf der anderen Seite noch ein Teil? Ja, da ist auch noch ein Teil. Aua! Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn Olimar seine Energie verliert. Stirbt er dann? Haben wir denn das Bad Ending? Okay, ich glaube, der sieht die Pikmin. Er traut sich aber nicht hinzuspringen. Der ist sich gerade nicht sicher, was er machen soll. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich glaube, er hat nur auf seinen richtigen Moment gewartet. Und da ist der Gluon-Antrieb. Auch an unserem Schiff. Boing. Gluon-Antrieb. Ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert. Aber der Dolphin kann wieder mit dem ihm eigenen Gebrüll starten. Ich habe 26 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 3 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Kommt mal vorsichtshalber zurück, alle. Und jetzt... Oh, das könnte zu spät gewesen sein. Nee, es reicht aus. Nein, reicht es nicht, reicht es nicht. Schon wieder zu viele verloren hier. So, macht mal jetzt das hier auf. In der Zwischenzeit hole ich mal nochmal die restlichen zurück. Die alle jetzt da heimgelaufen sind. Kommt alle her, meine Kinder. Sehr gut. So, sehr schön. Das hat schon mal soweit geklappt. Das waren jetzt, war jetzt schon mal ein Teil. Da links ist das zweite Teil. Und ich weiß, hier liegt noch der Pilotensitz. Der liegt da auch noch so rum. Wo war das letzte Teil? Pilotensitz. Ist da. Das ist das Ding. 27, 28. Ach ja, und genau, stimmt. Und hinten beim Puffy Blowhawk. Das könnte einen Tag geben, wo nicht allzu viel passiert. Wenn ich den hinten beim Puffy Blowhawk nicht mehr hinkriege. Mein Zirconium-Robot. Rotor, so rum. Er besteht aus rostfreiem Zirconium, aus dem viele Teile des Raumschiffes gemacht sind. Der Einbau hat eine Stange Geld gekostet und ich hatte den Verdacht, dass der Mechaniker mich übers Ohr gehauen hat. Dafür, dass du eigentlich so ein... offenbar so ein cleveres Kerlchen bist, Olimar, weißt du verdammt wenig über die Teile von deinem Schiff. Tragt ihr das bitte durchs Wasser? Oder wo tragt ihr das jetzt lang? Ich trage das jetzt da oben lang. Oh, ich frage mich, ob jetzt die ganzen Gegner hier wieder sind. Das würde uns natürlich einen saftigen Strich durch die Rechnung machen. Oh nein, sie tragen es nicht da lang. Ich bin gerade etwas verwirrt. So, das ist der Pilotensitz. 31, 27 haben wir noch dabei. Wo tragen sie es denn jetzt lang? Da lang. Okay, ja, der Weg ist frei. Das auf jeden Fall. So, mit 27 können wir aber nicht gegen den Puffy Blowhawk anstinken, bin ich der Meinung. Dann könnt ihr erstmal hier das Zeug auch nach Hause bringen. So. Oh Gott, einer fehlt hier noch. So, sehr gut. So, und jetzt gehen sie erstmal irgendwie da lang und dann gehen sie halt trotzdem hier den langen Weg lang, ne? Sehr gut. So, hier haben wir theoretisch nochmal ein bisschen Zeug, was wir nach Hause bringen können. Und das werden wir auch gleich tun, nehme ich an. Beziehungsweise euch nehme ich jetzt und dann laufen wir nach draußen. Zirconium-Rotor. Aus rostfreiem Zirconium. Zirconium.
Sieht aus wie neu, obwohl er den Elementen dieses rauen Planeten ausgesetzt war. Ich habe 27 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 2 Teile finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Und ja, ich weiß, dass ich ja jedes Mal, wenn ich nur noch so und so viele Teile hinzufüge, obwohl da gar nicht Teile steht. Ich weiß. Braucht man mir nicht sagen. Ich mach's immer wieder. Ich werde es auch jedes Mal wieder tun. Tut mir leid, Leute, aber so läuft's nun mal. Wisst ihr was? Den Frosch könnt ihr jetzt alleine lassen. Das Pellet werdet ihr auch alleine lassen. Denn das können sich dann die Roten schnappen. Das dürfen dann die Roten machen. Genauso wie ihr. Ihr lasst jetzt das rote Pellet sowieso liegen. So, 61. Das klingt doch nicht verkehrt. Da ist ein Wallywalk. Wir müssen, glaube ich, in seine Richtung, ne? Ja, müssen wir. Also erstmal ist hier das Gras. Das war jetzt irgendwie blöd, weil er sich schon umgedreht hat. Pilotensitz! Wenn ich mir den im Cockpit vorstelle, so fühlt sich mein geplagtes Hirn mit Bildern von mir, wie ich starte. Welch eine Inspiration. Ich habe 28 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch eins finden würde, jetzt habe ich es richtig gemacht, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Kommt, 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 kommt. Ja, komm her. Aua, der ist direkt auf mir gelandet, aber wir konnten ihn auf jeden Fall niederschwärmen. Kommt her. Oh, dass der jetzt nochmal angegriffen hat, war blöd. Aber hier macht mal den Nektar. Nehmt euch, gönnt euch. Wie auch immer. So, dann nehmen wir uns auch noch euch mit. Alles klar, 89 ist ein bisschen Overkill dafür. Aber ich glaube, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Besonders was Pikmin angeht. Also da ist wirklich immer wieder lustige Walpurgisnacht. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte, aber es ist einfach so. So, das Teil ist jetzt links raus. Okay, alles klar. Ich hoffe, ich begegne jetzt hier nicht nochmal einem Frosch oder so. Was sag ich? Da sind sogar zwei. Boah. Zwei Frösche noch. So. Gegen so viele kann der Frosch echt nicht mehr viel tun. Und trotzdem habe ich da wieder welche verloren. Ich verstehe nicht warum. Okay, das hat nicht geklappt. Nein! Oh, das waren viele. Da habe ich gerade über 40 verloren. Oh, das war nicht gut. Nein! Schöner Mist. Oh, wenn ich jetzt noch ein paar Blowhawk besiegen soll, ne? Das könnte ein bisschen schwierig werden. Schwierig, aber nicht unmöglich. Volles Arsenal. Volles Arsenal. Abends L-Max. Was? Wir kloppen jetzt einfach mal voll durch hier. Hatten wir da rechts jetzt noch Nektar liegen? Nee. So, überall die Leichen auf Olimas Weg. So, dann gucken wir mal. Da. Und hier sind überall diese komischen Schnecken. Das will mir auch ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Na kommt schon. Da sind sie alle. Guckt euch meine Armee an. Die extreme Schwarmtaktik hat mir, wie gesagt, schon damals in Strategiespielen immer sehr, sehr viel, sehr, sehr zugesagt. Auch. Na kommt, holt ihn runter, holt ihn runter, holt ihn runter, holt ihn runter. Holt ihn aus der Luft. Auf dem Boden können wir niederschwärmen. Jawohl. Oh, bitte. Hat nicht ganz ausgereicht. Doch, jetzt hat ausgereicht. Schön. Wo ist das Teil? Da ist er.
Und zwar ist es, ich präsentiere mein Interstellar-Radio. Es sendet ein konstantes SOS-Signal aus und überträgt Stimmen, die es im All einfängt. Dadurch werden meine Momente der Langeweile unterbrochen. Auch wenn der Dolphin komfortabel ist, so ist er manchmal doch ein einsamer Ort, gerade in der Nacht. Und was machen wir? Wir holen es ihm als letztes Teil. Ihm ist kackend langweilig. Er hat da ein konstantes SOS-Signal. Und was macht er? Was machen wir? Wir geben ihm dieses Teil als letztes. Oh Gott. Oh nee, sag mir nicht, dass das jetzt nichts mehr wird zeitlich. Och nö, das wäre jetzt echt blöde. Bitte helft mit. Oh. Wenn das zeitlich nicht ausreicht, ne? Ja, dann holt euch doch noch das mit, dann kann ich das doch nicht den Roten geben. So, steht irgendwo noch einer außerhalb? Ja, da links. Ah, das sind sogar noch zwei. Das heißt, ihr könnt noch hier so ein Fünfer-Pallet nehmen und versuchen, es nach Hause zu tragen. Oh Gott, wo ist die Basis? Hier ist die Basis. Ach, das ist... Das ist jetzt zeitlich echt ein bisschen blöde. So, euch nehme ich vorsichtshalber mit, euch nehme ich vorsichtshalber mit. Genauso wie euch, euch und euch 10. Ihr müsst jetzt alle mit. Wisst ihr, warum das blöd ist? Weil ich jetzt für den nächsten Tag herkommen muss, um dieses Teil nach Hause zu schleppen. Gut, ich sag mal so, ich kann direkt zum Sonnenuntergang auch gehen. Dann haben wir den Tag auch hinter uns, aber ich finde das blöd, dass es dann so ein verschwendeter Tag ist. Aber dann ist im Finale wenigstens kurz nochmal die ferne Quelle zu sehen. Und wieder mal haben wir keinen Pikmin zurückgelassen. Hi, sehr gut. 18 Tage seit Absturz. Während ich die Pikmin beobachtete, wie sie gegen die anderen Kreaturen dieser Welt kämpfen, wundere ich mich, wieso sie mich nie attackieren. Ob sie in mir eine Art Vaterfigur sehen? Eine seltsame, beunruhigender Gedanke. Gekeimt 13, im Kampf verloren 88? Wo habe ich denn 88? Ach so, gegen den Wallywalk, ja. War natürlich nicht so gut. Zurückgelassen bisher nur 6, das eine Mal, wo ich die gelben halt zu spät zurückgeholt habe. Aber noch 2 Teile fehlen, 12 Tage verbleibend, das heißt 10 Tage im Voraus, im Vorsprung, wie auch immer. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal können wir das Spiel abschließen. Der nächste Part wird der letzte sein, denn dann hole ich hier das Teil, gehe direkt zum Sonnenuntergang und dann machen wir direkt weiter mit halt dem letzten Tag. Aber ich würde sagen, das wäre es erstmal mit dieser Folge von Let's Play Pikmin. Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin der HBK und sage an der Stelle mal Tschüss. Bis dann!